Was? Aktuell hat mit Stefan Chapuisat nur ein Schweizer mehr Spiele beim BVB absolviert als Roman. Was macht der? Aktuell hat mit Stefan Chapuisat nur ein Franzose mehr Spiele beim BVB absolviert. Aktuell hat mit Stefan Chapuisat nur ein Schweizer mehr Spiele absolviert wie Roman. Leider falsch. Scheiße. Beim BVB, schade. Aber die funktioniert nicht mehr. Das ist doch eine Frechheit. Ich hab noch nie verloren. Marvin Hitz hat bei seinen 11 Einsätzen im BVB-Trikot noch nie ein Spiel als Verlierer verlassen. Ich müsste das gar nicht hören, ich könnte es mir auch so nicht merken. Dann, nächste Thematik. Das sind aber auch relativ schwierige Sachen. Funktioniert nicht. Die Feldspieler müssen sich absichern. Der Torhüter muss sich optisch von beiden Mannschaften und dem Schiedsrichter unterscheiden. Es fehlten leider von den Feldspielern. Sonst war es schon sehr nah dran. Roman, du hast ein Konzentrationsproblem. Das Auftupfen der Bälle muss immer von einer Abfolge von Boden, Hand, Boden. Und das gilt nicht zur Freigabe des Balles. Ball, Ball, Bälle. Auftupfen. Bälle. Hand, Boden, Boden. Das übliche Prellen des Balles. In Abfolge. Hand, Boden, gilt nicht als Freigabe des Balles. Es Glückwunsch. Wirklich? Was? Geil! Welches war das? Haben wir noch zwei jetzt dann? Ein typisches Unentschieden, können wir uns darauf einigen. Es war sehr, sehr gut. In der Abfolge. So. Ja, bei mir sind die immer länger. Oh ja. Show. Erzielen zu Herausspiel dem aus. Tor, ein Kunststück, das Bundesliga, der in mir gelang, Torhütern 3 nur bislang von einer als. Ich glaube, das ist schon. Das kann ich da mal so. Marcel Schmelzer! Aus einer von bislang nur 3 Torhüten gelang mir das Kunststück, aus dem Spiel ein Tor zu schießen. Ich hab den zweiten Satz gar nicht angeguckt. Der zweite Teil war. Jetzt! Seit wann hast du denn die 37? Teddy the Bear ist da dran.
Rückennummer. Nach dem Karriereende von Roman Weidenfeller wechselte ich meine Rückennummer von der 38 auf die 1. Das ist so einfach. Das ist aber auch so einfach. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war schon ein bisschen unfair. Das war unfair, jetzt echt einfach, muss ich sagen. Aber hat Spaß gemacht.